Jetzt widerspricht die Produktionsfirma Jelis KOC28. In ihrem gemeinsamen Podcast mit ihrer Schwester und Managerin Phyllis Rosekock, 35, enthüllte die Ex-Bachelor-Kandidatin brisante Details über ihren Ex-Freund Jimmy Blue Ochsenknecht, 30, und seine Familie. Zum Beispiel packte Jelis aus, dass Jimmy hinter ihrem Rücken mit ihrer gemeinsamen Tochter Snow Elanie für diese Ochsenknechts gedreht hatte, während sie in Thailand für Kampf der Reality Stars war. Jetzt meldete sich die Produktionsfirma der Sky-Sendung zu Wort. Jelis soll sehr wohl über den Dreh mit Snow Bescheid gewusst haben. Jelis wurden über Phyllis Rosekock die Passagen mit Snow vor Ausstrahlung, wie vertraglich vereinbart, zur Ansicht vorgelegt. Wir haben mit Jelis einen Vertrag über die Erlaubnis für den Dreh von Jimmy mit Snow in Thailand abgeschlossen, hieß es in einem Statement der Produktionsfirma B28 gegenüber Bild. Das Unternehmen soll mit der 28-Jährigen sogar vereinbart haben, wie das Baby in der Sendung verfremdet werden soll, damit es nicht zu erkennen ist. Im Grunde genommen heißt es, Jelis habe von dem Dreh mit Snow gewusst und dafür laut Produktionsfirma angeblich eine fünfstellige Vergütung bekommen, die direkt an sie gegangen sein soll. Im Podcast Bad Boss Moms räumte Jelis ein, dass sie Geld bekommen habe, nachdem sie angeblich erfuhr, dass Jimmy mit Snow drehte. Das Geld soll jedoch an Snow gehen, wenn sie alt genug sei, betonte die Mutter.